ihr Lieben. Ich bin wieder auf einer Filmpremiere und zwar diesmal ist das der Film Cleo. Ich habe dann auch gleich noch den Regisseur Erik Schmidt, die beiden Hauptdarstellerin Jeremy Mockridge und die Marlene Lohse noch für ein Interview da. Ich bin mal sehr gespannt auf den Film und schauen wir mal, was das heute gibt. Neues Outfit habe ich auch. Gut, jetzt haben wir den Film leider noch nicht gesehen. Jetzt sitzen wir vorher hier mit den beiden Hauptdarstellern und dem Regisseur. Und dem Publikum. Und dem Publikum natürlich. Yeah! Wir warten auch schon ganz freudig auf den Film. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, schön, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was ihr so gemacht habt bisher. Ne? Bei dir habe ich irgendwie gesehen, du hast hauptsächlich Kurzfilme vorher gemacht. Ne? Ist das dein erster Langfilm? Ja, richtig, mein erster Langfilm. So einfach so, hast du gedacht, jetzt mache ich einen Langfilm? Ja, was heißt einfach so? Es hat 5 Jahre gedauert. Oh, okay. Nein, aber ich kam irgendwie so über sehr viele Umwege zum Film und habe dann wirklich viel Spaß an Kurzfilmen gehabt. Und irgendwann, als das dann irgendwann so ein bisschen lief, dachte ich so, wäre schön, mal einen Langfilm zu machen. Beim Kurzfilm hat der Nachteil, er kommt immer in Blöcken, das heißt, du zeigst ihn mit 10 anderen Filmen und man hat nie so die Chance, so richtig ein tiefes Gespräch mit jemandem über den Film zu machen, weil man hat irgendwie diesen Eindruck von 9 anderen Filmen noch im Kopf. Und dann ging es dann irgendwie los. Also dann hat es dann wirklich hier in Düsseldorf angefangen mit einem Wim Wenders Stipendium. Daraufhin haben wir das Drehbuch entwickelt, das hat 2-3 Jahre gedauert. Und dann haben wir den Film finanziert, gedreht und keine 5 Jahre später sitzen wir hier. Okay. Zack. Habt ihr auch Filmförderung bekommen? Wie habt ihr den finanziert, den Film? Ja, diverse Förderungen, regionale und bundesweite Förderungen. NRW-Förderung zum Beispiel natürlich ganz voran. Also wir haben auch hier in Köln zum Beispiel Postproduktion gemacht und hatten hier einen starken NRW-Bezug. Okay. Hast du das Drehbuch auch selbst geschrieben? Ja, also zusammen? Marlene und ich haben angefangen zu schreiben, noch mit einem anderen Darsteller, den ihr gleich als den Historiker sehen werdet. Okay. Irgendwann haben wir gemerkt, dass es dann doch zu kompliziert wurde. Ein Drehbuch schreiben, wie wahrscheinlich manche der Anwesenden hier wissen, ist einfach eine sehr schwere Angelegenheit. Und wir haben dann letztendlich noch eine andere Drehbuchautorin reingeholt, die das dann nochmal weitergeschrieben hat. Achso. Ja. Okay, wir müssen lauter sprechen. Ein bisschen lauter sprechen, okay. Sprechen wir ein bisschen lauter. Gut, aber wir haben dich auf jeden Fall jetzt, glaube ich, schon mal für die Kamera gehört. Jetzt kam das Gespräch, das Wort schon auf dich, ne, gerade. Ich habe gesehen, bei dir in der Vita, da kam sein Name irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 20 Mal vor. Hast du bei ganz vielen seiner Kurzfilme mitgespielt, ja? Ja, ich durfte. Du durftest, war, okay. Ja, tatsächlich, wir haben uns 2012 kennengelernt und da haben wir dann, es war eigentlich interessant, weil Fabian Gasmier, der Produzent von diesem Film, der hat uns eigentlich zusammengeführt, mit dem habe ich zusammen studiert. Und der rief mich an und der meinte, okay, pass auf, du musst jemanden kennenlernen und es gibt nur 2 Möglichkeiten. Also entweder du hast ein schönes Mittagessen und das war's und das geht, die Rechnung geht auf mich, oder dein Leben ändert sich für immer. Und dann dachte ich, ja, das ist ja eigentlich ein guter Deal. Das mache ich, da mache ich mit. Und dann, dann haben wir uns getroffen, zusammen mit Stefan noch, Regiepartner damals. Mhm. Und dann hat sich mein Leben für immer verändert, muss ich sagen. Also seitdem arbeiten wir ganz eng zusammen. Und für mich war es ein Moment in meiner Karriere, wo ich dachte, wo ich mir auch nicht so sicher war, ob ich das noch weiter machen möchte, weil mir manchmal so ein bisschen die Kreativität und Inspiration fehlte. Und dann kam Erik und hat mich tatsächlich auf einen ganz neuen Weg gebracht. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, cool. Danke. Dankeschön. Jetzt habt ihr euren Langfilm zusammen. Ja, super. Auf jeden Fall cool. Ich meine, dein Gesicht kennt man auch irgendwo anders her noch. Dein Gesicht ist sehr prägnant. Nein. Doch. Nein, überhaupt nicht. Als ich da gesehen habe, habe ich geguckt. Ach, guck mal. Aber mir ist nicht eingefallen, was du gemacht hast. Ich habe nur gedacht, okay, ich habe einiges mit dir gesehen. Es geht mir oft so. Und dann kommen die Leute und sagen, sag mal, woher kenne ich dich? Ja, genau. Und ich weiß ich nicht genau. Dann musst du sagen, hast du das und das und das und das und das geguckt? Und dann kommt irgendwann so ein Ja. Ja, sehr cool. Wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, 3 Wochen vor Beginn des Drehs wurde ich angefragt, einen der Brüder Sass zu spielen. In dem Film geht es um so 2 Meisterganoven, unter anderem, die mal eine Bank ausgeraubt haben 1929 und diesen Schatz, der nie gefunden wurde. Und ich sollte einen von diesen Brüdern spielen und kam dann rein und habe Erik kennengelernt. Und wir haben uns dann unterhalten und wahnsinnig gut verstanden. Und es gab diese Figur von Paul und die fand ich wahnsinnig toll und war aber so ein bisschen zu jung, weil der Vater ist und eine Tochter hat, die 7 ist. Und, also,
hört ihr überhaupt zu? Ja. Und dann haben wir das ausprobiert. Und Marlene und ich haben uns beim Casting kennengelernt und wir durften zusammen improvisieren und haben so ein bisschen gefreestylt und haben uns gegenseitig zum Lachen gebracht. Ich glaube, alle irgendwie zum Lachen gebracht. Und dann haben wir gemerkt, wir verstehen uns gut und es ist irgendwie so eine Dynamik, wo man gemeinsam Spaß hat, kreativ wird und man will irgendwie gemeinsam auf diese Reise gehen. Und so kam ich dann dazu, ja. Und deswegen ist mein erster Film mit Erik, mein erster Film mit Marlene und bin wie auch in so eine künstlerische Familie reingekommen. Die kannten sich alle schon, hatten schon Kurzfilme miteinander gemacht. Und das war natürlich irgendwie auch ein großer Vorteil, weil es gab schon ein bisschen auch eine etablierte Sprache. Mhm. Es gab schon eine Form, wo man wusste, da muss man, will man irgendwie lang. Und dann haben wir uns auf dieses Abenteuer begeben. Ja, sehr cool. Ich meine, du kommst ja selbst aus einer künstlerischen Familie. Ich habe mit deinem Vater öfter zusammen gedreht. Ah, ja. Bist du auch Schauspieler? Ich bin auch Schauspieler, ja, ja, klar. Okay. Ich habe dann den Filmtalk irgendwann gemacht. Die Baskenmütze hätte es verraten sollen. Ja, die habe ich heute zum ersten Mal auf. Das ab heute, ab heute noch ein extra Mal für hier abgedacht. Komm, ab heute machen wir mal anders. Nee, auf jeden Fall sehr cool. Ich meine, aus euch ist ja allen irgendwie was geworden, was künstlerisch ist. Ihr seid alle euren Weg gegangen, ne? Ja. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Du hast ja, ich habe bei dir natürlich auch geguckt. Du hast natürlich sehr jung angefangen bei den Wilden Hühnern. Ja. In den ganzen Folgen, ne? Das waren so dein, war das dein Kinostart? Das war mein Kinostart, ganz genau, ja. So mit 11. Ja. Und da haben wir 3 Teile von gemacht und dann war ganz lange nichts. Ja. Da habe ich gedacht, die besten Jahre sind vorbei und jetzt kommen sie vielleicht zurück. Ach, auf jeden Fall kommen die zurück, natürlich. So, na? Jetzt muss ich mal dazwischen grätschen. So, das war jetzt einmal noch ein bisschen kürzer als sonst, aber wir haben zumindest von allen was erfahren. Jetzt werden wir uns den Film angucken. Ich werde euch natürlich den Trailer des Films noch hier reinschneiden und dann werden wir natürlich sagen, guckt euch den Film alle an. Ne? Wir wissen jetzt noch nicht, wie er ist. Ich gehe davon aus, dass er gut ist, weil wenn hier so eine Symbiose herrscht, dann kann das nur gut sein. Ab dem 25. Juli im Kino. Also, ihr habt es gehört. Jetzt erstmal hier. Die sind noch auf Tour in euren Städten. Schaut nach auf der Seite. Und dann ja, wünsche ich euch allen viel Spaß und euch viel Erfolg. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Willkommen in Berlin. Unter jedem Pflasterstein hier in der Stadt ist ein Schatz vergraben. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Wann habe ich eigentlich aufgehört zu suchen? Kommst du oder kommst du? Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz der Brüder Sass. Alles okay? Da ist Strom drauf. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich, würde alles einmal richtig machen. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Hier gibt es noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. It's a wonderful, wonderful life. No need to run.
are wonderful, wonderful lives. A wonderful life. Ja, wo habt ihr die tolle junge Cleo hergeholt? Das ist ja Wahnsinn, die sieht ja wirklich aus wie du in jung. Wir haben lange gewartet, einfach so. Der Dreh hat lange gedauert. Wir haben uns auch gerade in der Vorfolge gefragt, ob wir das so gedreht hätten, dass wir das erst die Junge und dann. Kinderfrage sind immer toll. Ja, das ist natürlich der übliche Prozess, der Casting-Prozess. Wir hatten ein Foto von Marlene aus der Zeit. Das haben wir uns überall so hingepinnt und die Casterin hatte das so. Und dann haben wir wirklich lange gesucht, achtjährige Mädchen. Die schon Schauspielerfahrung haben, haben auch deutschlandweit gesucht und haben dann aber, also wir hatten wirklich, wirklich viele und hatten dann irgendwann diese tolle Gwen gefunden, die auch ein bisschen aus einer Schauspielfamilie kommt. Ihr Bruder wiederum war bei Chick der Junge und diese ganze Familie ist auch, die wohnen auf dem Bauernhof und die war sehr interessant, überhaupt kennenzulernen und dann hat das ganz professionell gemacht. Ich war immer so ein bisschen ängstlich, weil ich dachte so, ja, mit Kindern und die ist bestimmt beeindruckt und so. Geht sie gut, weil sie immer so ernst guckt und so, ja, also, okay, du musst jetzt aber echt traurig sein. Okay. Fertig, okay. Und dann, also, mega Profi irgendwie. Aber für uns natürlich total Glücksfall. Also Kinder finden es natürlich traditionell immer schwierig. Ja. Dass ihr mit eurer Kunstfertigkeit voll brilliert habt, ich meine, das hat man jetzt an der Resonanz hier gemerkt. Und ich denke, das ist jetzt keine Schmeichelei, das ist wirklich außergewöhnlich gut, der Film geworden. Mir ist wichtig, dass ihr noch ein fettes Bravo aus Düsseldorf mit nach Hause nehmt und sagt, dass wirklich alle hier einen guten Job, hervorragenden Job gemacht haben. Ich sage jetzt nur visuelle Effekte, Musik, dass wirklich alles kongenial hat zusammengewirkt und das sieht man selten in einem Film, dass einfach alles passt. Ja! Also, das ist alles noch sehr frisch. Aber ich freue mich sehr, sehr darüber, weil es auch wirklich ist, was, wo wir alle alles geben wollten. Also auch bei der Musik könnte ich jetzt auch 3 Stunden drüber reden. Wir sind an die Grenzen gegangen. Es gab einen Moment, wo der Komponist, der so ein bisschen Beethoven-mäßig aussieht, wirklich so vor mir stand. Wir kriegen diesen Film nicht fertig. Also wirklich, wir sind wirklich durch viel gegangen und ich bin, den Soundtrack gibt es seit gestern auf Spotify. Und wir haben den, ich habe den selber so gestern zum ersten Mal so am Stück gehört und ich. Wir sind, also ein kleines Geheimnis, aber wir sind ein bisschen die Tränen runtergelaufen, weil das so eine schwierige, große Aufgabe war in dieser Zeit mit unserem doch sehr, sehr, sehr geringen Budget, diese Musik zu machen. Und so war das in jedem Bereich. Im Sounddesign haben wir uns auch große Mühe gegeben und so weiter. Und ich freue mich sehr, 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 dass es ankommt, weil oft geht es natürlich auch unter oder man denkt ja gar nicht drüber nach. Ja, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass ihr so ein tolles Publikum seid. Das tut uns wirklich sehr gut. Danke. Ja, jetzt haben wir den Film gesehen. Also ich fand ihn echt großartig. Da passt so vieles zusammen. Das ist ein modernes Märchen. Na, hier ist der kleine Flyer, Cleo. Wirklich toll gespielt. Tolle Kamera, tolle Geschichte, witzige Effekte. Wird ein bisschen mit Amelie verglichen, kann ich auch so bestätigen. Na, hier 1000 Dank. Sie haben sich Marlene Loser geschrieben, Alaf Metropol, der Erik, der Regisseur. Die waren echt begeistert von uns, weil wir haben es natürlich gerockt hier, ist ja klar. Und nein, super. Also der Film läuft nächste Woche Donnerstag an. Und guckt euch den an. Also wirklich, es lohnt sich, diesen Film zu schauen. Und ich habe richtig Spaß. Und ihr werdet auch Spaß haben. Bis dahin. Ciao.